Alles klar. Willkommen zurück zu Five Nights at Freddy's Into the Pit. Wir müssen zurück nach Hause, nach einem langen Schultag, den Tag 2. Wir haben Jet getroffen, der hat Böller, oder zumindest irgendwas Explosives. Das können wir bestimmt benutzen in der Vergangenheit bei Freddy Fazbear's Pizza. Deshalb sollen wir mit ihm traden. Er will aber nicht traden, bis wir ihm irgendwas gebracht haben. Also traden, ja. Warum ist das Ding noch hier? Mama und ich sind nicht sicher, solange es vorgibt, Papa zu sein. Ah ja, Spring Bonnie ist bei uns zu Hause, er wohnt dort, chillt bei uns. Tut so, als wäre er unser Papa. Ja. Ja. Nicht gut. Nacht 2. Wir müssen jetzt irgendwas finden. Okay, Zeit zurück zu Jeff zu gehen. Ich glaube, ich habe jetzt einen Plan. Zuerst muss ich hier rauskommen. Echt, da ist schon ein Plan? Oh, und es laggt wieder. Ich kümmere mich drum. Okay, hab einmal das Spiel neu starten müssen. Jetzt geht's wieder. Weiß nicht, was für Performance-Issues sind, aber ist okay. Okay. Spring Bonnie ist wahrscheinlich hier drin. Oder? Nein, ist er nicht. Ich muss entkommen. Alles klar. Mach doch aus! Hallo! Vollidiot! Mach doch aus! Der wollte nicht. Hab's gesehen, ich stand davor. Er hat mich. Safe. Ist vorbei. Hey, hey, hey! Hey, stopp! Ich hab voll viel Zeit dafür, ne? Du musst eigentlich die Hälfte der Zeit machen. Viel zu einfach. Ah ja! Doch nichts. Ich hab ihn nicht gehört. Den gehört? Ja, hier. Das Artwork ändert sich manchmal vom Endoskelett zu Spring Bonnie. Oh. Oh, damn. Ich mag die Artworks aber, die sind richtig cool. Ach, vielleicht ändert sich der, wenn Spring Bonnie gerade hier ist. Das kann sein. Kurz warten. Ich hau nichts mehr. Gut. Hier lang. Licht aus. Bitte. Jetzt geht's. Er ist rechts. Ich hab einen Weg. Ich hab einen Weg. Easy. Okay, das ist nicht so schwer rauszukommen. War eigentlich genauso wie letztes Mal, nur. Das bewegt sich nichts. Das Ding muss es von außen verbarrikadiert haben. Was? Finde einen anderen Weg rauszukommen. Das war gerade zu knapp. Ich wusste nicht, ob ich jetzt fliehen kann oder nicht. Sucht er mich hier? Hör, wa? Du Scheiße. Ja, guck mal, ob ich da draußen bin. Ja, ja, ich bin da draußen, Mann. Wie bitte? Wie hast du mich genannt? Wo soll ich lang? Freunde, wo soll ich lang? Ich konnte nicht an das Fenster. Papa hat hier irgendwo eine Leiter. Ach, da oben ist ein Fenster. Schaut mal. Okay. Eine Leiter. Wo haben wir eine Leiter gesehen? Dachboden. Oben. Hab ich gehört. Noch eine Batterie. Ja, die Leiter hier. Ach, hier ist noch eine. Oh, eine Leiter. Oh, ich bin richtig laut mit der Leiter. Baby Steps, Baby Steps. Ich muss hoffen. Gut.
Scheiße, ich bin tot. Mach's halt noch lauter. Ich kann mich nicht verstecken! Ich muss hier raus. Ich muss woanders hin. Ich konnte mich da nicht verstecken. Da gab's literally keinen Ort zum Verstecken. Und dann liegt da jetzt die Leiter. Was? Wieso? What? Wie hat er mich gesehen? Muss ich das die ganze Nacht neu machen? Nein, oder? Okay, okay, ab hier, ab hier. Das ist fein, das ist fein, das krieg ich hin. Zweite Licht. Schalt den Lichtschalter 10 mal um. Oh. Das hat so gelaggt. Da habe ich noch was mehrmals gedrückt. Okay. Wir gehen rechts lang. Nicht links. Alles klar. Verstanden. Er kommt. Geh doch! Mann. Okay, die Leiter, wie gesagt. Zum Dachboden. Scheiße. Der weiß, dass wir hier sind. Leiter. Wenn ich so vorsichtig gehe, dann macht er keinen Sound. Ist er da? Er war rechts. Er kommt hier doch nicht hoch, oder? Oder? Was? Wieso? Nee. Nee, er kommt hier nicht hoch. Was ist das für ein Geräusch? Hört ihr das? Was? Das war übelst laut. Ist er weg? Er war gerade da. Warum bist du so verdammt laut mit der Kacke? Alter, das wird ewig dauern! Darf er nicht reinkommen? Freunde, ich weiß nicht, was das hier ist, ey. Das wird ewig dauern. Du bist immer laut mit der Leiter. Der Typ kann die Leiter nicht leise nehmen. Okay, er ist ein Kind. Vielleicht ist er einfach schwach, aber trotzdem. Bro! Versuch's doch zumindest mal. Okay, er ist weg. Ja, er ist weg. Nein, er ist nicht weg. In fact, er ist super da. Und weiß, dass ich hier drin bin. Okay, je nachdem, wo du dich versteckst, gibt es andere Minigames, die du spielen musst, zu überleben. Und das im Schrank habe ich nicht verstanden. Ich dachte, das ist für so ein Sitzung Locations, die so zuhalten muss, aber so ist es gar nicht. Ich muss irgendwie weggucken, keine Ahnung, Mann. Komm jetzt, hau ab. Bin nicht hier. Vollidiot. Ich bin nur in einer Illusion. Ist das hier wirklich? Und tschüss. Schön. Mhm. Weg. Ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan, Freunde. Passt auf, der ist big. Der Plan ist richtig big. Okay? Der Plan wird richtig big sein. Ich mache einen Lärm. Und ich gehe außen rum.
Ich nehme erstmal das Ding. Ich weiß, ob er da ist. Das ist definitiv hoch genug, damit ich drankomme. Ja, mach! Los, weg! Weg, 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 weg! Sorry, ich hab's nicht gezeigt, aber er ist rausgeklettert, so. Oh, Gott sei Dank, ey. Nein, nicht zurückgehen. Weg! Ich weiß nicht, ob ich das ganz drin lasse, aber das war stressvoll. Geh zum Bällebad! Ja! Zum Bällebad! Pizzeria nach 2. Leider zu tragen macht viel Lärm. Facts. Facts, Mann. Oh, Junge. Jeff, was geht ab, Mann? Mach mir keinen Ärger. Ach, ich doch nicht. Du kennst mich doch. Aber warte mal. Komm. Oh, hier sind Menschen. Oder eine Person zumindest. Das dauert ewig, bis sie meine Pizza bekommen. Ich schwöre, je länger ich warte, desto mehr höre ich Ratten in den Wänden. Ich meine, was, wenn es in der Küche Ratten gibt? Na, Ratatouille war's doch gut. Schlimmer noch, was, wenn die Köche Ratten wären? Wie gesagt, Ratatouille war doch gut. Sag mir nicht, dass ich mich beruhigen soll. Du weißt, dass ich Misophobie habe. Wirkt abgelenkt und paranoid. Okay, hier gibt's irgendwo Arcades, ne? Wir haben ja Coins. Kann ich die hier benutzen? Wie, ist das so ein Ding, was ich machen kann? Alter, alles niedergekommen. Aber hier ist irgendwie alles mit FNAF noch. Mit Freddy und alles. Bedeckt? Dekoriert? Alle Spiele aus der Vergangenheit sind immer noch hier. Die sehen so aus, als hätten sie im Laufe der Jahre ziemlich gelitten. Die scheinen alle nicht zu funktionieren, weil so viele Teile fehlen. Echt? Geht nicht. Oh! Okay, das hat geklappt. Der hier funktioniert! Ich habe das Spielmarkensystem entfernt, um unbegrenzt spielen zu können. Sieht so aus, als wären da auch noch Tickets drin. Ich bin echt froh, dass ich Papa über die Jahre beobachtet habe, wie er viele verschiedene Dinge repariert hat. Yes, wir können gamen! Los geht's! Rette die Kinder! Pac-Man? Bewege, wo bin ich denn? Ich bin Balloon Boy! Alter! Kinder! Selbst da ist Yellow Rabbit Man bei uns. Auf uns nicht sehen. Okay, er hat uns gesehen. Das ist vorbei. Oh, scheiße. Oh, scheiße, Mann. Oh, scheiße. Exit. Du hast alle Kinder gerettet. Aber die sind nicht mitgekommen, hä? Egal. Neue Musik freigeschaltet. Rette sie. Ah, okay. Sieht so aus, als hätte ich ein paar Tickets bekommen. Ist auch gut. Ich habe nicht den richtigen Gegenstand für diesen Schrank. Ich muss mich weiter umsehen. Brauche ich wirklich mehrere von den Dingern? Habe ich jetzt Pech gehabt? Okay, ich muss ganz viele von denen finden, wie es scheint. Okay. Ich habe Tickets bekommen, sagst du? Oder werden die hier nicht angezeigt? Doch hier, Tickets. Es gibt keine bessere Auszeichnung für einen echten Gamer als einen Stapel Tickets. Ah ja. Verstehe. Weltraumzeitalter Lautsprecher. Wie bitte? Was für ein Ding? Wo ist das? Bin ich blind? Bap, hier. Ein Satz neuer Lautsprecher, die perfekt in einen Retro-Spielhallen-Automaten passen. Vielleicht hier? Ich hab nichts. Hier der. Der hier vielleicht. Versuchen wir es einfach mal. Nö. Ticket Eater. Prizes. Nö. Okay, keine Ahnung. Was haben wir hier? Gewinne eine kostenlose Tour durch die Freddy Fazbear's Pizza Kit Fabrik. Aha. Cool. Vielleicht hier? Das Ding? Nee. Gewichtswiderstandsmechanismus. Der hat funktioniert. Ah. Cool. Das freut mich. Heben mit Hilfulus. 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 What the hell? Guck, wie das laggt. Sorry dafür.
Aber ich bin so hart, ich kann, ihr könnt's mir glauben. Das Spiel merkt doch, ich bin so krass im Heben. Es geht gar nicht anders. Ich fühle mich wie in Mario Party. Ich cheat gerade voll, ne? Ich glaube, ich cheat gerade voll, weil eigentlich geht die Zeit nicht weiter. Das Spiel hängt total. Ich mach mal gar nichts. Alter, warum hängt das denn so? Spielt richtige. Wenn ich A-Spam, hängt das. Das spielt richtige Performance-Issues, zumindest auf meinem Computer. Aber auch noch die 30 voll. Da. Ich glaube, ich habe viel zu viel, als ich eigentlich da haben dürfte, oder? Okay, cool. Nett. Wird's lustig, dass Buff Happy jetzt canon ist. Interessant. Heften with. Was? Heften with Helpulis. Aha. So, Herkules. Oder was? Haben wir hierfür was? Puzzle Matrix. Gutscheinprüfer. Ah! Weltraum, Zeitalter, Lautsprecher. Passt hier genau rein. Aber wir zocken ein bisschen. Games, man! Ist das Chica? Fast Food Invader, ja, das ist Chica. Ach mal, warum laggen die denn so? Ist doch voll schade. Vielleicht nach. Nee. Ich dachte, das bringt mich vielleicht zum anderen. Zur anderen Seite des Bildschirms. Wie bei alten Spielen immer so war. Nee. Leider nicht. Okay, wir kämpfen gegen Pommes. Ja, so ist es einfach Space Invaders. Nur mit ein bisschen mehr Variation, schätze ich. Also, es ist ein bisschen interessanter als normale Standard Space Invaders. Nee, ich muss durchspielen, ne? Ich habe jetzt B gedrückt, weil ich dachte, ich muss nur einmal anspielen, dann kriege ich schon meinen Soundtrack, aber nee. Nee, ich muss schon alles freischalten. Ich versuche auf jeden Fall in Let's Play alles zu machen, alles freizuschalten. Ich werde nichts versprechen, aber ich werde es auf jeden Fall versuchen. Also so wie immer eigentlich, ne? Das kennt ihr ja schon von mir. Ja, ein bisschen hilft mir das. Oh, das ist so lag, ne? Kann ich besser ausweichen. Ich habe auch gehört, dass das Spiel eigentlich für Konsolen rauskommen sollte, aber das delayed wurde. Vermutlich auch wegen Performance-Issues, würde ich mal denken. Also wenn so ass auf der Konsole läuft... Oh, was? Pizza. Ich muss mal mehrmals abschießen. Tot. Alter, das ist echt nicht playable, Alter. Komm, kill mich einfach. Komm, kill mich. Game over. Ernsthaft? Ich muss weiterspielen. Für den Soundtrack. Ja, ich spiele ein bisschen. Sorry Leute, ich kann es einfach nicht durchspielen. Das Spiel laggt viel zu sehr. Also das müssen sie erstmal patchen. Sorry, ich kann es nicht spielen. Das ist viel zu laggy. Auch jetzt laggt das Game ein kleines bisschen. Bin ich in den richtigen Gegenstand? Bin ich in den richtigen Gegenstand? Holzkugeln bestimmt, ja. Sah schon so aus. Was haben wir? Das Ding schon wieder, ja. Ich meine, ich kann das. Von daher meinetwegen. Oh, vielleicht kann ich es auch nicht. Hier doch eigentlich schon. Ah, Mann, es laggt aber trotzdem immer noch ein bisschen. Grafisch finde ich, sieht es echt weird aus. Einfach. Also einfach gegen die Ecke schießen und dann drei Pfeile aufladen. Muss man schon richtig gegen die Ecke zielen. Mann! Was bist du ass gerade? Ah, jetzt, Mann. Oh. Das reicht nicht? Du mich auch, Spiel. Du mich auch. Geht nicht. Hm. Okay, aber war mal nett. Das war aber ganz nett. Wieso kann ich hiermit interagieren? Ich hab nix. Was soll ich haben, Mann? Ach, das Puzzle-Matrix-Ding. Okay. Aha. Doppelgeil oder was? Löse das Rätsel. Nein, kein Schiebepuzzle. Wie Freddy aussieht. Ja, was sieht das? Die Arcade-Spiele sind übelst laggy. Warum auch immer. Okay. Ich werde es versuchen, aber ich spule das wahrscheinlich für euch vor. Das ist ja. Also, ich war noch nie gut und sowas. Ich kann wie Freddy aussehen.
Oh, ich hab's fast. Nur noch die Ecke. Nein, wie kriege ich den nach oben? Ich bin übrigens schon ca. 7 Minuten dran. Der Timer, der freest halt immer ein. Also das Spiel mal die ganze Zeit einen Freeze, vielleicht seht ihr das. Das ist halt mein Gameplay, mit dem ich arbeiten muss. Oh, ich hab's herausgefunden. Das lag am Controller. Ich weiß nicht wieso, aber der Controller bringt das Spiel extrem zum Laggen. Ich kann doch spielen. Hey, nett. Wie bewege ich? Tauschen. Leertaste? Okay, Leertaste. Ja, ich glaube, ich habe jetzt ungefähr eine Ahnung, wie das geht jetzt. Ja, nicht so hundertprozentig, aber ich versuch's mal. Scheiß drauf. Oh, Mann. Ja, das denke ich mir auch. Okay, WASD. Leertaste zum Rennen. Q fürs Inventar. Was noch? F-Flashlight. Okay, alles klar. Ich spiele noch mit Tastatur, Freunde. Wird zwar ein bisschen schwieriger zu spielen, aber das kriege ich hin alles. Wo bin ich gerade? Zum Glück haben sie diese gruseligen Wandgemälde überarbeitet, aber sie hätten eine bessere Farbe als Gelb nehmen können. Oh, schau mal hier. Elektronenkanone. Okay, eins. Warum muss ich eins drücken? Wie dumm. Ding, Ding, aber Chica vor allem. Ein seltsames Gerät, das Arcade-Spielen ein einzigartiges Aussehen verleiht. Ja, okay, wieder sowas. Diese Fernseher sehen super alt aus. Warum behält Jeff sie? Keine Ahnung, Mann. Es gibt keinen Grund, die Lüftungsschlüssel zu nutzen. Wenn du meinst. Okay. Verschlossen. Aber hier kann ich lang, ne? Ja. Okay, ja komm, dann gehen wir zum Bällebad. Wo war denn das Bällebad? Nach unten, ne? Ich war zu weit oben. Okay. Nee, das ist gut. Gucken wir uns auch nochmal wieder weiter um. Ich muss ja nicht jetzt 100% sammeln, wa? Ich möchte noch ein bisschen was erleben. Warte, wie lange? Nehme ich noch auf? Ja, ich bin noch ein bisschen. Keine Ahnung. Aber wie ich meine. Die Stimme, die ich vorhin gehört habe. Ich frage mich, wo sie herkam. Hast du eine Stimme gehört? Perfekt, die Lichter sind aus. Ich muss herausfinden, wie ich sie wieder anschalten kann. Achso, perfekt. Lichter sind aus. So was gemeint. Okay. Bro? Hast du geklappt? Oh cool, hat geklappt. Ich stehe jetzt genau da. Bin ich jetzt tot? Okay, er ist genau jetzt abgehauen. Es fühlt sich so. Einen Weg finden, das Licht zu reparieren. Ja, hier ist noch so ein Licht-Ding. Genau, so ein Generator. Hier interagieren. Ich wusste, er lebt, ich wusste es. Finde Papa. Ja, sag sich so leicht, wa? Okay. Ich geh einfach weiter. Er kommt. He who he is coming. Also, versteck dich. Ist er drin? Ist er weg? Ich höre irgendwas. Nein? Nett. Finde Papa. Toll. Was soll das bitte heißen? Darf ich da lang? Ja? Okay. Okay, ich kann hier lang. Ist er weg? Finde das Kind. Da ist jemand, da ist jemand.
Nein. Nichts. Okay. Laut Alarm, Freunde. Laut Alarm. Alles gut. Die schon wieder. Nichts Neues. Ne, warum bin ich hier reingegangen? Keine Ahnung. Okay, nicht rennen. Das lockt ihn an. Ich habe mir tatsächlich so gedacht, da war was passieren. Und dann kurz bevor es passiert, dachte ich mir, nein, die würden da nichts bringen. Das würde nichts passieren. Und dann ist es passiert. Was? Wo kommt dieses Wein? Was war das? Wieso war das ein Jumpscare? Ein Bündel groß Soligatia-Ballons, nichts mehr. Ich weiß. Heulen rechts. Warum der Jumpscare? Hier. Ja? Chica! Renn! Was wie Chica? Ach du Scheiße! Mein Lunchbeutel! Das ist doch gerade minus Lunchbeutel! Typisch Chica. Ist sie dumm? Ja, okay, sie ist Chica. Hat das Ding überhaupt einen Magen? Wie roch es aus so großer Entfernung nach meinem Mittagessen? Es ist definitiv ein Kind in der Küche, aber ich kann es nicht erreichen, bis ich das Ding zurück in sein seltsames Nest locke. Wenn es Futter möchte, kann ich vielleicht ein Stück Pizza von Jeff bekommen. Meinst du? Okay. Was ist das? Ernsthaft? Ist er hier? Ich sehe halt nichts. Also, es gibt auf die Nerven das Geräusch. Ich muss mich umschauen. Was war das? Hallo? Niemand da? Okay, gut. Dann werde ich mich jetzt verpissen. Haha. Den habe ich voll gezeigt, Mann. Und rein da. Oh Gott. Muss ich da wieder den Strohball machen oder wie ist das? Vermutlich schon, ne? Egal, sprechen wir erstmal mit Jeff. Hi Jeff! Hey Jeff, hast du vielleicht ein paar Pizzastücke übrig, die du mir geben könntest? So Junge, du weißt, dass es in letzter Zeit schwierig war. Wenn du was haben willst, musst du es kaufen. Oh, okay. Ich finde einen Weg um eine Ablenkung. Was? Was mache ich jetzt? Ich kann mir nichts leisten. Wenn ich mir ein Stück aus der Küche ausleihen könnte. Hm, ich habe diese Rattenfalle, die ich so viel gefunden habe. Ich wette, eine Rattenjagd wird Jeff sicher vom Tresen weglocken. Alter, okay. Wenn du wirklich meinst, aua. Eine Rattenfalle hinsetzen, hinstellen. Wir sind kein netter Junge. So viel ist sicher. Wo denn? Hier ist die Arcade. Kann ich noch was machen? Achso, das kann ich jetzt richtig abschließen, ne? Nicht das. Das Leite. Oder muss ich das auch noch machen? Ach, keine Ahnung, Alter. Ich kann ja aber zumindest... Warum drei? Ah, hier. Elektronenkanone. Ich kann noch mal Sachen freischalten. Arcade-Spiele. Hey! Was geht ab? Schieße auf die Weltraumballons! Was wie denn? Was? Mit Leertaste. Oh, tot. Cool. Was? Screenshot. Oh Mann. Ja, leider darf ich ja nicht mehr mit Controller spielen. Sonst wäre es einfacher gewesen. Oh Gott, die Steuerung ist schrecklich. Ach du meine Kacke. Ach du meine Fresse. Nee, sorry, aber das ist wirklich eine schreckliche Steuerung. Das muss ich mal anders nochmal ausprobieren. Wenn ich die Geduld und die Zeit wieder dafür habe. Hä, aber wenn ich das hier doch hier auswählen kann. Ja, genau, Gutscheinprüfer. Ich kann Prizes gewinnen. Achso, wenn ich einen Gutschein hätte, könnte ich ihn hier gegen einen Gewinn einlösen. Die Rakete sieht so cool aus.
Ein Gutschein. Okay, wir müssen auf jeden Fall mal einen Gutschein finden. Hm. Wo können wir die Rattenfalle hinstellen? Damit es ihn juckt. Können wir hier rein? Na, es gibt ja keinen Grund, okay. Rattenfalle, Rattenfalle. Verschlossen. Lass mal sehen. Vielleicht hinter der Stage, Backstage? Großes Kind. Wieso? Hä? Achievement, obwohl ich kein Achievement bekommen habe. Cool. Aber gut, Freunde. Ich würde sagen, dass wir uns dann um dieses Problem in der nächsten Folge kümmern. Bin gerade ehrlich gesagt ziemlich sprachlos, verwirrt. Ich hab keine Ahnung, was hier abgeht, Mann. Das Spiel macht mich fertig, ey. Das Spiel macht mich fertig. Tja. Ich werde mich mal ein bisschen umschauen. Hm.